Also ich will euch mal was sagen, ich interessiere mich eigentlich gar nicht so sehr für Fußball. Aber eins kann ich euch schon jetzt so sagen und das könnt ihr mir glauben. Die Arminen, die können nicht mehr. Die zeigen das, was sie immer gekonnt haben, also was sie drauf haben. Mehr geht einfach nicht. Das ist, manchmal sind sie oben, mal sind sie unten. Also dann begreife, wer will. Ich verstehe das nicht. Also ich sitze lieber hier und unterhalte mich mit dem Wirt oder mit einem Frosch, mit einem König. Aber das ist mir mehr wert als diese Faselei über den Fußball, den ich sowieso nicht begreife. Also lass uns lieber mal Prösterchen machen, ne? Nun gut, ich habe nun ein paar von meinen Fliegenschnäpschen getrunken. Jetzt sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Wenn Sie sich für Arminia nicht interessieren, das ist nicht meine Sache. Aber ich möchte Ihnen Folgendes sagen, es war ein wirklich miserables Spiel. Und zu Ihnen, Herr Feind, da will ich auch sagen, es war wirklich mehr als bescheiden. Arminia war in keiner Situation, bis auf diese zwei Kleinigkeiten, in der Lage, das Spiel zu drehen. Das ging überhaupt nicht, die waren fünf Klassen zu gut. Also, davon bleiben wir erstmal. Nun wollen wir noch einen nehmen. Ich will jetzt einfach mal sagen, dass ich gar nicht enttäuscht war. Denn ich habe das erwartet. Denn gegen große Gegner sehen unsere immer wieder ganz schlecht aus. Bis auf das eine Spiel gegen Bayern in Bayern. Das ist aber schon lange her. Ja, im Moment läuft da nichts. Da kann man sagen, was man will. Das Spiel zu Hause war gut. Das 1-0, naja, wollen wir nicht weiter drüber diskutieren. Aber in Leverkusen, das Ding, das war total. Von vornherein ging das in die Buchse. Als man das sah, wie die, also 10 Minuten, 5 Minuten, sagen wir mal, haben sie gut aufgespielt im Anfang. Aber dann, ach Gott, oh Gott, oh Gott, haben die Angst gehabt. Naja, es war ein scheiß Spiel, sage ich so, wie es ist. Und wir können nur hoffen, dass es Freitagabend besser wird. Aber das glaube ich auch nicht. Naja, wir werden sehen.